Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Jo, in der letzten Folge haben wir Häuschen gebaut und jetzt werden wir erstmal eine Kieselaxt herstellen, damit das mal aufhört da oben. Das geht mir ja so ein bisschen auf den Keks. Oh, hatten wir sogar da. So, beruhigt jetzt. Toll. Jetzt haben wir eine hergestellt, die wir nicht brauchen. Gleich fort damit. Obwohl, zum Grashacken können wir die trotzdem nehmen. Da sparen wir uns nämlich hier den Knochendolch. Reparieren. Reparieren. Oh, müssen wir bald wieder tauchen gehen. Toll. So. Haben wir noch was zum Aufhängen? Wir haben noch Ameisenteile einstecke. Na? Nee, da. Okay, das könnten wir mal essen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Und nochmal was trinken. Und dann ist halt die Überlegung. Wir brauchen Marienkäfer. Ja, wir brauchen Marienkäfer. Wir mal zwei Giftpfeile noch machen. Mal gucken, was die so bringen. Wir sollten auch bessere Rüstung anziehen. Und jetzt gehen wir mal Marienkäfer suchen. Auch für den Bogen brauchen wir auch wieder zum Reparieren. Vier Stück sollte zum Reparieren reichen. Jetzt gehen wir Marienkäfer suchen. Was sagt eigentlich die Uhrzeit? Oh, wir haben ja schon bald Schlafenszeit. Eieiei. Dann. Ja, wir brauchen Marienkäfer. Egal was kommt, wir brauchen Marienkäfer. Gucken wir mal daneben auf der Seite. Da waren das letzte Mal zwei Stück. Die sind nicht einfach zu finden. Sind aber auch keine da. Dann nehmen wir mal ein bisschen Gras mit. Kloppe das noch in den Boden da vorne rein. Das muss ja eh getan werden. Dann gucken wir, dass wir schlafen können. Und hoffen, dass in der Zeit vielleicht mal der ein oder andere neue Marienkäfer hier in der Nähe spawnt. Brauchen wir nochmal die Ameisenrüstung. Und dann bin ich mal gespannt, ob die Giftpfeile was bringen. So, und wenn dann unser Häuschen irgendwann soweit ist. Echt jetzt, es fehlt so ein Dingens. Ja, obwohl, ich hatte einen Boden mit einer mit einem Grasblatt da drin. Das sollte passen. Ja, wenn wir das Häuschen dann soweit haben, zumindest mal die Mauern stehen haben. Könnten wir uns das mal einrichten mit einer Smoothie Station und mit allem drum dran. So viel fehlt nicht mehr. Das heißt 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zweimal das Lagerdingens voll. Oh. Nee, die will ich jetzt da nicht verwenden, weil die brauche ich dann zum Bogen reparieren. Das nehmen wir einfach mit nach vorne, wenn wir eh vorlaufen. Ich will zumindest mal mein Häuschen fertig haben, dass wir endlich mal was haben, wo wir wirklich safe sind. Und sobald wir dann Marienkäferkopf haben, ist halt die Frage, macht es mehr Sinn, die Rüstung zu machen oder die Axt? Obwohl ich mehr zur Rüstung tendiere. Auch wenn die Axt natürlich richtig genial ist. Aber ich habe so ein bisschen die Bedenken, genauso wie beim Dolch,
Dass ich mit der Stufe 2 Axt 5-mal draufklopp und dann ist die Haltbarkeit wieder drin. Ne? Bobbes. Oh, mir kann ich schlafen. Das ist gut. Stehen. Hä? Ah. Ah, der Knochendolch ist ja schon wieder kaputt. Ich sag's ja, man kloppt 5 Stängelchen, also somit wirklich groß bauen, geht hier drinnen wohl nicht, hm? Hier nehme ich Schwierigkeitsgrad. Ja gut, dafür habe ich auch meine andere Map. Alles gut, alles gut. So, das war's wieder. Also das haben die schon wirklich extrem runtergeschraubt. Also das finde ich schon ein bisschen heftig, wie oft man hier Sachen reparieren muss. So, jetzt machen wir es aber anders. Wir nehmen uns die hier mal in die Flosse und kloppen noch mal ein paar. Dann gehen wir schlafen und dann suchen wir nochmal einen Marienkäfer. Das sind ja nur noch 2 Stück hier, ne? Ja. Gut, das lassen wir hier mal stehen. Die Dinger können ja nicht kaputt gehen, zum Glück. Das Häuschen reißen wir uns dann auch ab. Dann nehmen wir das Material noch mit. Hatte ich nicht da einen dranhängen gehabt? Hä? Den hatte ich doch nicht gegessen. Nee, ich hatte nur einen dran gehängt. Super. Naja. Ist halt die Frage, jetzt nach dem Dolch tauchen oder... Ja, das ist halt wieder... Doof. Richtig doof. Ich will einen Marienkäfer jetzt haben. Und ich weiß auch, wo wir gucken könnten. Ja, die sind irgendwie Mangelware, die Marienkäfer. Bombardierkäfer bräuchten wir rein theoretisch auch. Dann könnten wir dieses Trockengestell bauen. Dass wir mit der Nahrung mal so langsam vorankommen. Na gut, es wird nach und nach kommen, also... Warte mal, wir brauchen... Die da will ich testen. Giftpfeile. Gucken, was die bringen. Wenn überhaupt. Fliegen brauchen wir keine zu fangen. Spinnen habe ich keinen Bock drauf. Also noch nicht. Ja. Ja, ja. Was hat die mit... Ey, die hat mich direkt angesprungen. Was sind das für ein Kackvieh? Normal steht die erstmal blöd da und guckt einen blöd an. Da sind 2 Marienkäfer. Und ich bin schon wieder halb tot. Das ist doch... Ja, jetzt sind wir gleich ganz tot. Das ist doch ein super Anfang. Ja, klasse. Bringt der Giftschaden was? Ja, es zieht ein bisschen mehr ab. Pfeile leer, super. Vom Marienkäfer getötet. Super. Bis ich da bin, ist er wieder voll geheilt. Toll. Läuft ja. Wir könnten mal testen, was die Ameisenkeule bringt. Macht die genug Schaden?
Also ich habe mir so vorgestellt, ein Schlag drauf im Ring wäre platt. Schön wär's. Ha. Naja. Wer es glaubt, ne? Ein Marienkäfer hat mich getötet. Oh Mann. Also ich denke mal, zwei Schläge halte ich von denen aus. Aber dann müsste finito sein. Ist der noch Aggro auf mich? Nee, ne? Nee. Der sitzt jetzt da oben drauf. Ist halt jetzt die Frage. Wenn der da drauf sitzt, ist das wieder so ein bisschen buggy oder kommt der runter? Ist buggy. Sehr schön. Ich würde sagen, den einen holen wir jetzt mit Pfeil und Bogen und den anderen, der hier rumläuft, den versuche ich mal mit der Keule zu kriegen. Ja. Oder soll ich gleich mit der Keule versuchen? Der sitzt ja gut da drauf. Boah, die Keule holt ordentlich was raus. Okay. Was war denn das für ein Geräusch? Ach, wie geil. Aber wir haben unseren Kopf gekriegt. Wir haben den Kopf. Sehr schön, sehr schön. Was mit dir? Ja, geil. Mit der Keule macht das ja wieder mal richtig Fun. Und die hält auch ein bisschen was aus. Marienkäfer, wo bist du? Wo ist der zweite hin? Ich spiel den jetzt an. Sofort. Der wird gegrillt. Wo ist der hin? Hallo? Der kann doch nicht weg sein. Oh, nee, 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 nee. Okay. Okay, jetzt sollten wir mal was essen. Wo ist der andere Marienkäfer hin? Shit. Den würde ich gern noch klatschen. Weil wir brauchen ganz viele Marienkäferteile. Ah, mit der Keule macht das wieder richtig Spaß. Das ist gut. Und wenn jetzt die Rüstung noch hinhaut, das wäre Optimum. Gehen wir mal schnell zur Forschungsstation. Wollte ich mal so eine Spinne probieren? Also die Keule ist immer noch OP und das ist geil. Das ist richtig geil. So, jetzt könnten wir die Axt herstellen. Dafür, glaube ich, haben wir alle Teile. Oder wir stellen uns... Ich brauche noch einen Marienkäfer. Wo ist der denn hin? Der ist doch hier hoch. So, und weit kann er nicht. Er könnte hier reingelatscht sein. Oh ja. Ich weiß, wo er ist. Wow. Ausdauer ist halt hier so ein Problemchen. Ich häng fest.
Na komm, Mädel. Ja. Den holen wir uns. Es ist machbar, nur halt an einer besseren Stelle. Da könnte man auch erstmal, ja, Pfeile, ich weiß nicht, Pfeile sehe ich gerade gar keinen Vorteil mehr, weil das tut ja nur einen halben Zentimeter jedes Mal pro Schuss abziehen. Und wenn ich da 500 Schuss brauche, um irgendeine Kreatur platt zu kriegen, puh. Ungern. Das Problem ist, der ist wahrscheinlich jetzt wieder voll geheilt. Na gut, ich ja auch. Wenn ich hier durchkomme. Jetzt kommen 10 Spinnen und dann ist das mit der Heilung eh wieder gelaufen. Aber die Fliegen, die tümmeln sich auch immer wieder hier. Da ist es Käfige noch. Das müssten die aber auch mal ändern. Das kann ja nicht sein, dass so ein Marienkäfer so ratzfatz wieder voll geheilt ist. Und der ist wieder voll geheilt. Ein Schlag. Ein Schlag. Ja, jetzt ist meine Rüstung kaputt. Okay, ich glaube, wir lassen den Marienkäfer mal. Ja, jetzt haben wir andere Idioten hier im Weg. Dann gehen wir erstmal zurück, reparieren alles an Rüstung und stellen vielleicht ein zweites Marienkäferteil her. Das macht vielleicht so ein bisschen Sinn, denke ich mal. Aber nur vielleicht. Hey, immerhin, einen haben wir und wir haben den Kopf. Das ist schon mal viel wert. Oder vielleicht doch nochmal mit Giftpfeilen arbeiten. Nee. Ich glaube, die spinnst. Weg hier. Also mit denen brauche ich mich ohne Rüstung noch nicht anzulegen. Das bringt's gar nicht. Mit dem Mariengewehr eigentlich auch nicht. Och, was ist denn jetzt los? Bitte, ihr Kackviecher, Mann. Du hast die Minzkeule kaputt. Ist ja wieder alles kaputt. Was ist denn jetzt hier wieder falsch? Weißt du, mit dem Draufhauen ging es nicht so schnell kaputt, aber wenn ich angegriffen werde, ist es... Was brauche ich denn bei der zum Reparieren? Wahrscheinlich auch wieder Teile, die ich nicht habe. 100 pro, ey. 100 pro. Da spiele ich ja lieber auf Flauschig weiter. Ja, das ist schon krass hier drin. So, einmal mit. Einmal mit. Wo ist der andere Rucksack? Was bringt eigentlich der andere Rucksack? Der ist doch leer. Nee, ist er nicht. Ach, weil die Rüstung kaputt ist. Ja, super. Stapel verschrotten. Stapel verschrotten. Stapel verschrotten. Ich muss ja irgendwie alles wieder mitnehmen können. So, und nix wie heim. Hatte ich die Ameisenrüstung die ganze Zeit an? Deswegen habe ich nichts ausgehalten. Ja, toll. Wo denn? Ach, da unter dem Blatt. Das blöde Mistviech. Naja, sehen wir zu, dass wir jetzt wieder zurückkommen. Dann kann ich gucken, dass ich erstmal wieder alles repariert kriege. Das ist ja... Boah, man kommt ja hier zu nichts. Man kann ja hier noch nicht einmal die Base bauen. Nichts töten. Ja, wenigstens haben wir einen Stein.
Jetzt kommt gleich die große Verzweiflung. Nichts kann ich reparieren. Ja, wir brauchen Milben. Wir brauchen Milben. Blütenblätter, zwei Stück. Die holen wir uns. Die holen wir uns. Die holen wir uns. Die liegen ja gleich hier vorne. Und dann gucken wir, dass wir uns ein zweites Teil Marienkäfer bauen können. Kann ich die hier reparieren oder muss ich an der Werkbank sein? Ah, fehlt. Ja. Quarz. Müssen wir auch wieder farmen gehen beim Burgel. Ach Mann. Na, jetzt wenigstens gucken, dass wir noch ein zweites Marienkäferteil bekommen. Dann sind wir schon mal ein bisschen mehr geschützt. Ist halt die Frage, was kostet da die Reparatur dann? Reparieren, die ist ganz wichtig. Bums. So. Herstellen. Den haben wir ja. Ah, Bärenleder. Oh. Dies ist nicht schön. Bärenleder. Das kriegen wir nur bei der Hecke. Wir brauchen Milben und Bärenleder. Uiuiuiuiuiuiuiui. Aber gut, ich glaube, wir haben. Ja, wir haben die 20 Minuten voll. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr kennt das Spielchen, Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren. Und dann sehen wir uns natürlich morgen in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss.